Eretil vom Nordventtal. Was für ein majestätischer und sensationeller Ausblick. Denn Eretil ist ein absoluter Augenöffner. Ein Panorama, wie man es zuvor in keinem anderen From-Software-Spiel gesehen hat. Es hat was Traumhaftes, ja eigentlich schon fast irgendwas Märchenhaftes. Und ich persönlich kenne keinen einzigen, den der erste Anblick von Eretil nicht komplett umgehauen hat. Es gibt da allerdings ein klitzekleines Problemchen. Eretil, von außen schön, aber von innen einfach richtig Arsch. Außen schön, innen Arsch. Und genau aus diesem Grund ist Eretil für mich auch nicht in die besten From-Software-Gebiete. Aber genau um das soll's heute gehen, meine lieben Freunde, denn ich möchte euch meine Top 8 From-Software-Gebiete präsentieren. Das sind Gebiete, die was mir persönlich umgehauen haben. Gebiete, die was unfassbar episch sind, richtig genial designt und mit der ich eine besondere Verbindung habe. Gebiete, die was Momente kreiert haben, die was ich nie wieder vergessen werde. Und ihr seid aufgefordert, liebe Freunde, schreibt eure Top 3 From Software Gebiete in die Kommentare, denn ich mache ein Community Ranking. Aber bevor wir jetzt lang schnacken, würde ich sagen, starten wir direkt los mit Platz 8. Wenn es nur um die Schönheit ginge, dann war der Palast der Urquelle mit großem Abstand hier die Nummer 1. Denn der Palast der Urquelle, der ist nicht nur das schönste Gebiet, das was From Software je designt hat, sondern für mich auch das schönste Gebiet, was ich überhaupt jemals irgendwann in einem Videospiel gesehen habe. Wenn man das erste Mal durch das Tor schreitet, dann bietet sich ein Anblick, der was einfach nur absoluter Wahnsinn ist. Und habe ich vorhin gesagt, dass Eretil bei mir nicht in die Top 8 ist, weil es außen schön und innen Arsch ist? Da habe ich mich ein bisschen widersprochen, weil der Palast der Urquelle, der ist noch viel mehr Arsch von innen. Ja, und zwar komplett, denn der hat die schlimmsten Gegner, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die Gegner sind eine absolute Katastrophe. Es gibt Fußballspieler, die was dir im Ballen in die Fressen hauen. Es gibt Flötenspieler, die was die mit einer depperten Flöten einfach alt flöten. Sie flöten die alt und du kannst sie nicht wehren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so Rentner zockt erzeugt wurde. Der Olli war eigentlich ein 14-jähriger Fortnite-Streamer, bis er den depperten Flötenheinis da begegnet ist. Ich bin jetzt da hinten bei dem komischen General da, wo vorher die Wölfe sind. Und am schlimmsten sind die tanzenden Gegner. Die was deppert tanzen. Und die tanzen so deppert, dass du einfach deppert zuschauen musst, weil du einfach nur denkst, was soll das? Man weiß nie, wann man zuhauen soll, weil es einfach nur deppert vor dir tanzen. Ich hasse einen Mieter extrem. Ja? Sie stehen da, springen herum und jedes Mal, du kannst dir sicher sein, jedes Mal, wenn du zuhauen willst, kommt irgendein komischer Move, wo du denkst, was soll das jetzt? Ja? Und den kannst du so schwer parieren oder entgegensetzen, weil die einfach so ein seltsames Moveset haben. Die sind mit Abstand die unangenehmsten und nervigsten
nervigsten Gegner. Die tanzen vor dir, wenn du zuhauen willst, tanzen sie irgendwie weiter und irgendwann hauen sie das so schier in die Fressen, dass du einfach tot umkippst. Aber nichtsdestotrotz ist der Palast der Urquelle eines der besten Gebiete, die was From Software jemals gemacht hat, wenn man einfach die ganze Zeit einen Augenöffner nach dem anderen hat. Es ist dort so unfassbar wunderschön, ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich wollte ja eigentlich nie wieder heiraten. Ja, das habe ich mir selbst geschworen. Aber wenn ich wieder mal heiraten sollte, dann dort. Das ist meine Voraussetzung. Und wenn mir Zukünftige sagt, willst du mich heiraten, dann sage ich, klar, aber nur im Palast der Urquelle. Dann sagt sie, ja, aber den gibt's ja in Wirklichkeit gar nicht. Dann sage ich, also wirklich mal schade, das tut mir aber jetzt wirklich, wirklich leid. Na, dann geht's nicht, weil das ist meine Voraussetzung. Schade, dann spare ich mir das mit 32.000 Euro, die was ich nicht verliere. Kann man leider nichts machen. Ciao, Baba. Spaß beiseite, Freunde. Der Palast der Urquelle ist sensationell. Er gehört zu den besten Gebieten und ist bei mir völlig verdient. Auf Platz 8. Sturmschleier, die Heimat von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Aber nicht immer hat hier Godfrey regiert, früher war der brutale Sturmfürst hier beheimatet. Aber Godfrey hat ihn vernichtet in einem brutalen 1 gegen 1 Duell. Niemand hat damals damit gerechnet, dass der ehemalige Horrorloo obsiegen wird, weil der Sturmfürst übermächtig erschien. Aber Godfrey hat ihn zerschmettert. Er hatte nicht den Hauch einer Chance gelassen. Und von diesem Tag an gehörte Sturmschleier ihm. Und Godfreys Ruf und seine Macht sind bis in die Unendlichkeit gewachsen. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Raum, wo dieses Bild von Godfrey hängt. Und überall die Körperteile der Verpflanzung. Hier sind die ganzen Leichen aneinander genäht worden, um diese Monstrositäten wie Godric zu erzeugen. Und abgesehen von dieser starken Lore, da ist Sturmschleier wohl das beste Schloss der Spielgeschichte. Denn was Sturmschleier unter anderem so unfassbar besonders macht, und das ist das Herzstück dieses Schlosses, meiner Meinung nach, das ist diese Musik, Freunde. Diese angespannte, bedrohliche, stets bedrückende, nervös machende Musik. Sie macht diese Atmosphäre aus. Das ist einfach das Herzstück dieses Schlosses. Und man muss auch sagen, Freunde, es gibt ja viele From Software Schlösser. From Software ist unter anderem groß geworden durch ihre prunkvollen, sensationellen Schlösser. Aber keines konnte man jemals so erkunden und begehen wie Sturmschleier. Denn direkt zu Beginn kann man ja schon mal wählen, ob du durch das Haupttor gehst oder hintenrum. Und ich finde es so unfassbar fantastisch, was man da für eine Freiheit als Spieler hat. Die Gegner in Sturmschleier sind richtig genial. Außer die depperten Fegel, aber die kann man zumindest parieren. Alles gut, Freunde, alles gut. Sturmschleier ist eventuell das beste From Software Schloss. Oder doch nicht? Ich glaube, das werden wir im Lauf dieser Liste erfahren. Ich persönlich, ich liebe es. Es ist prunkvoll. Es ist ein bisschen verstörend und absolut majestätisch.
Und was ich auch immer sage, Freunde, für mich persönlich gehört zu einem guten Gebiet auch ein guter Endboss, der was ein Gebiet einfach richtig nice abschließt. Und mit Godric haben wir einen absolut fantastischen Endboss mit einer absolut grandiosen Lore. Er ist das i-Tüpfelchen von Sturmschleier. Es passt einfach alles. Und nur ein kleiner Hinweis, Freunde, es gibt eine richtig gruselige Quest, die was sich komplett im Hintergrund abspielt und die findet in Sturmschleier statt. Ich habe dazu ein Video gemacht, sie heißt der Stalker von Stormwell. Ich habe es euch in der Infocard am Ende verlinkt. Sturmschleier ist absolut, absolut genial. Ich liebe es und es ist komplett zurecht auf Platz 7. Blasphemous, murderous, blood-crazed fiends. Atonement for the wretches. By the wrath of Mother Kos. Mercy. For the poor wizened child. Mercy. Eines Tages wurde in den Meeren von Yharnam ein Großartiger gesichtet. Die Kirche der Heilung, sie war beunruhigt und sie schickte zwei ihrer besten Jäger ins Fischerdorf. Die Bewohner, sie waren angsterfüllt und haben sie in ihre Häuser zurückgezogen. Aber sie waren dankbar über die Ankunft von German und Lady Maria. Schnell wurde aber klar, German und Maria hatten nicht das Wohl des Fischerdorfes im Sinn. Sie hatten nur Interesse an diesen Großartigen, an diesen Wesen, das im Meer gesichtet wurde, an Kos. Das Wesen, es wurde gefangen und Master Wilhelm, German und Maria führten grausame Experimente an ihr durch. Sie scheiterten und Kos verstarb. Was niemand wusste, Kos war schwanger. Um dieses Experiment zu vertuschen, befohl Master Wilhelm, Kos im Meer von Yharnam zu entsorgen. Und so nahm die größte, unmenschliche und grausamste Katastrophe in Bloodborne ihren Lauf. Die Seeleute der Fischerstadt wurden beauftragt, diesen Kadaver ins Meer rauszubringen. Doch die Seeleute, sie kamen nicht weit. Wenn wir die Boss-Arena von Orphan of Kos betreten, dann sehen wir draußen im Meer die Masten. Parasiten der verwesenden Mutter Kos drangen in die Luft. Und binnen Sekunden wurden die Seeleute zu grausamen, fischartigen Monstern. Und es hat nur einige Minuten gedauert und diese Parasiten breiteten sich im ganzen Dorf aus. Alle starben. Männer, Frauen, Kinder. Und sie erwachten wieder als fischartige Wesen, als Monster. Lady Maria und German, sie waren hauptverantwortlich für diese Tat und sie schlachteten die Dorfbewohner ab, um diese Sünde zu vertuschen. Doch schon bald plagten sie Schuldgefühle und Lady Maria, die talentierteste Schülerin von German, konnte nicht weiter mit dieser Schuld leben. Sie schnitt sich unter Tränen die Kehle durch. Ihre Leiche bewacht fortan das Fischerdorf. Sie bewacht jene Sünde, die sie selbst begangen hat und die sie in den Selbstmord trieb. Das Massaker des Fischerdorfes.
Und abgesehen von dieser unfassbar grandiosen Lore ist das Fischerdorf eines der besten und uniksten Gebiete, die From Software jemals designt hat. Ich persönlich bin riesengroßer Fan, wenn speziell für Gebiete Gegner entwickelt werden. Ihr wisst genau, was ich meine. Normalerweise ist es in einem Spiel so, dass man gewisse Gegnertypen immer wieder trifft. Das ist eigentlich in jedem Game so. Es gibt Gegner, die sind einfach immer wieder im Lauf des Games da. Man sagt auch oft mangelnde Gegnervielfalt dazu. Das Fischerdorf hat komplett unique Gegner. Gegner, die wo speziell für dieses Dorf entwickelt worden sind. Und das finde ich so unfassbar grandios. Das tragt einfach so zur Atmosphäre bei. Apropos Atmosphäre, die Atmosphäre im Fischerdorf ist eine 10 von 10. Sie sucht seinesgleichen. Wenn man das Fischerdorf durchquert, hat man richtig diesen Fischgeruch in der Nase. Es ist authentisch. Man glaubt ab Minute 1, dass das eine Walfängerstadt war. Man riecht es, man spürt es. Und die Sünde von German und Maria, die liegen die ganze Zeit in der Luft. Da ist was Böses passiert. Und wir als Spieler decken das gerade auf. Das Fischerdorf ist eine absolute Meisterleistung von Miyazaki und ist für mich auch das Highlight vom Old Hunters DLC. Und darum absolut zu Recht in meiner Top 8 der besten Gebiete von From Software. Lorian, der ältere der Zwillingsprinzen, der schlug vor langer Zeit den Dämonenprinzen in einen unfassbar harten Kampf zurück. Und in den Glauben, dass er tot sei, hat er ihn in den verfallenen ersten Feuerbannschrein zurückgelassen. Doch der Dämonenprinz, er war nicht tot und er wurde fortan Wächter einer Stadt, der umringten Stadt. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, dass die Ankunft in der umringten Stadt eines der epischsten Dinge ist, die was From Software jemals kreiert hat. Aber es war nicht der Miyazaki, wenn er diesen Gänsehautmoment nicht innerhalb von 300stel wieder zerstört. Ich stelle mir Miyazaki oft so vor, er sitzt daheim, schreibt irgendeine Geschichte, auf der linken Seite ein kleines Engel, auf der rechten Seite ein kleines Teufel. Und man kennt es aus den Filmen, der kleine Teufel redet etwas Schlechtes ein, das Engel redet irgendwas Gutes ein und der Protagonist, der denkt dann meistens so nach, soll ich auf die gute Seite horchen, soll ich auf die schlechte Seite horchen, nicht bei Miyazaki. Sowohl das Engel als auch das Teufel platzen ihm mit voller Lautstärke ins Ohr. Alter, stell sofort 730 Bogenschützen dahin, die was unseren Spieler innerhalb von 3 Sekunden one-shotten. Bitte, danke, wiederschauen. So funktioniert für mich oft der Miyazaki. Denn so episch diese Ankunft auch ist, so frustrierend sind die ersten paar Meter, wenn wir die Stiegen runtergehen und diese Pfeilhageln da schlagen uns. Und zwar mitten in die Fresse. Danke für wenig bis gar nichts, Miyazaki. Aber trotzdem ist für mich die Ring City einer der sichsten Gebiete aller Zeiten. Und auch die Lore dahinter ist einfach nur grandios. Gwyn, der berühmte Aschefürst aus Dark Souls, fürchtete einst die dunkle Macht der Menschen. Und so schenkte er ihnen ein eigenes Land,
die Ringed City, die umringte Stadt. Und die Menschen dankten Quinn, doch er hatte andere Pläne. Er wusste um die Macht der Dunkelheit und er ließ in der umringten Stadt die Zeit stehen, sodass die Menschen sie nie wieder verlassen konnten. Und er beauftragte, oder besser gesagt, er zwang einen gutmütigen, herzensguten Drachen namens Medir, diese Dunkelheit der Menschen in sich aufzunehmen. Die umringte Stadt, sie liegt am Ende der Welt. Und die Ringritter selbst, die sie beschützen, wissen eigentlich nicht genau, warum. Denn es hat keinen Sinn. Das ist genauso wie wenn ich in Tocken gehe. Ich frage mich auch jeden Tag, warum mache ich das eigentlich? Denn die Zeit steht still. Jeder Tag gleicht dem anderen. Und sie werden diese Stadt nie wieder verlassen können. Und die ganze Ring City ist einfach ein wirklich hartes Gebiet. Ich möchte sogar sagen, das ist vielleicht das härteste From Software Gebiet überhaupt. Aber wie das Ganze designed ist, wie diese umringte Stadt im Hintergrund auf uns Spieler wirkt, das ist absolut grandios. Und auch die Bosse in dieser Stadt sind mitunter die besten Bosse, was From Software je gemacht hat. Und die Zeit wird sich auch weiter drehen, bis wir Fëanor berühren, Quinns jüngste Tochter. Und dann sehen wir den echten Zustand von dieser unfassbar schönen Stadt. Es ist eine karge Wüstenlandschaft. Und im Hintergrund sieht man die zerfallenen Reste von Lothric und Anor Londo. Und ein gewisser Sklavenritter Gale stellt sich uns in den Weg. Ring City, 10 vor 10. Augenschmaus, unfassbar hart. Mit Medir und Gale haben wir zwar krasse Bosse und die Stadt hat eine unfassbare Lore. Für mich eine der besten Gebiete von From Software und zu Recht in dieser Top 10. Oft mache ich mir Gedanken, was ich über gewisse Plätze in meinen Rankings sage. Ich schreibe mir gewisse Sachen zusammen, über die ich einfach reden will. Ich schreibe mir gewisse, wichtige Inhalte auf, die was ich euch mitteilen will. Das habe ich jetzt bewusst nicht gemacht. Ich rede jetzt frei von der Seele. Denn das Schloss Kanehurst ist das erste Gebiet in der Liste, mit dem ich komplett persönliches Verhältnis habe. Ihr werdet es nie wieder vergessen, wie ich Bloodborne damals zu Release blind gespielt habe. Und da hat es überhaupt noch keine Guides im Internet gegeben oder so. Man hat nichts gefunden. Und ich bin da irgendwie komplett lost herumgelaufen und habe dann durch kompletten Zufall diese Einladung nach Kanehurst gefunden. Und durch einen erneuten Zufall, weil ich Farming gegangen bin, bin ich wieder in diese Hemwick-Knochenstraße gegangen. Als ich dann diese Knochenstraße abgefarmt habe und mich dieser Säule genähert habe, kommt auf einmal diese Kutsche an und sie bringt mich in eines meiner absoluten Lieblingsgebiete aller Zeiten, Schloss Kanehurst. Ich habe zuvor noch nie so was Atmosphärisches erlebt. Von Sekunde 1 ist irgendwie klar, da ist was anders. Das ist nicht so wie die normalen Bloodborne-Gebiete. Es war mitten im Schnee. Du kommst an und der erste Mindfuck ist, deine Pferde sind tot. Sie sind sogar am Verwesen und erfroren vom Schnee bedeckt. Die Hallen von Kanehurst. Man hört das Weinen der Damen, die abgeschlachtet worden sind von Märtyr Logarius und seinen Henkern der heilenden Kirche. Unter anderem Alfred.
das tragt einfach so viel zur Atmosphäre in Kanehurst bei. So was Hoffnungsloses, so was Düsteres und irgendwie spürt man, da ist was ganz was Grausames passiert. Wenn man sich später mit der Lore beschäftigt, dann weiß man, dass die heilende Kirche gegen Kanehurst einen Krieg geführt hat und die Henker nach Kanehurst geschickt hat. Und die Henker haben dort jeden und alles getötet. Sie haben Frauen getötet, sie haben Kinder getötet. Sie haben überhaupt keine Rücksicht genommen, angeführt von Märtyr Logarius. Je weiter man geht, desto mehr spürt man diese Anspannung. Man denkt sich einfach, was kommt da jetzt? Und was ich so genial finde, kurz vorm Boss ist eigentlich gar nichts mehr los. Man hat nur diese schneebedeckten Dächer. Der Schneesturm weht darüber. Es erzeugt so eine kalte, düstere Atmosphäre. Logarius hat immer selbst gewusst, dass er böse ist. Aber in diesem Fall hat er sich für die Menschheit geopfert, denn er hat gewusst, das, was er als Märtyrer da bewacht, das ist noch sehr viel böser als er selbst. Und diese ganze Geschichte von Kanehurst hat mich sofort gepackt. Die Atmosphäre, dieses Gefühl, dass da was Grausames passiert ist, das macht dieses Schloss zu meinem absoluten Lieblingsschloss aller Zeiten. Kanehurst ist einfach unfassbar atmosphärisch. Ihr werdet es nie wieder vergessen. Logarius, Annelies, die Henker, die enthaupteten Damen. Es ist alles so stimmig. Drum ist Kanehurst für mich was ganz was Besonderes und ist für mich auf Platz 5 der besten Gebiete, die From Software jemals designt hat. Gleich vorweg, Freunde, mein Platz 3 ist am Papier mit großem Abstand das beste From-Software-Gebiet, das es jemals gab. From-Softwares absolutes Meisterwerk. Im Herzen gibt's zwar Gebiete, die ich mehr liebe, aber rein technisch gesehen gibt es nichts Besseres und nichts Vergleichbares als und ganz ehrlich, Freunde, wie unfassbar geil ist dieses Gebiet. Lindell kam, sah und siegte. Lindells Aussicht sagt zur Irithyll-Aussicht, holt mein Bier, Alter. Ich glaube, ich war noch nie so baff und erstaunt, als in diesem Moment, wie ich das erste Mal dieses Panorama gesehen habe. Freunde, Miyazaki hat uns From-Software-Fans einen riesen Wunsch erfüllt. Endlich gibt es ein Gebiet, wo man wirklich alles erkunden kann, was man auch sieht. In andere From-Software-Spiele, da war der Anblick oft atemberaubend, aber die Möglichkeiten der Erkundung waren oft stark begrenzt. Nicht so in Lindell. Es ist einfach so unfassbar insane und wunderschön und vor allem episch. Diese goldenen Dächer, diese kolossalen, beeindruckenden Bauten und diese depperten Wichtel. Der Miyazaki kann es einfach nicht lassen. Er muss uns alles versauen. Was ich auch unfassbar liebe, das sind die Gegner in der Hauptstadt. Klar, der Schwierigkeitsgrad, der zirkt richtig krass an, aber sie sind unfassbar geil. Und eben auch für Freunde der Parrys. Ich liebe diese Gegnerplatzierung in Lindell. Geile Schmelztiegelritter von Godfrey, lässige, nockerte, angesoffene Trottel mit einem Feuerrausch. Mufasa. Und im ewigen Kampf.
abartiges Scheusal. Seien wir uns ehrlich, Freunde, da kann man einfach gar nicht drüber diskutieren. Es ist in Lendell für jeden was dabei. Und das Coolste, du kannst auf Crensex aufgrönen, auf den Drachen. Alter, wie ich ein kleines Baby war, da wollten alle anderen Babys ja Baby-Dinge halt, einen Kakao saufen oder in die Windel scheißen. Ich wollte immer schon auf einen Drachen aufgrönen. Und das kann ich jetzt. Ich meine, wie cool ist das? Du kannst einen Drachen aufgrönen. Danke, Miyazaki. Es ist so unfassbar cool, diesen Drachen da hinaufzuklettern. Und Leute, ihr seht, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Der Endboss von diesem Gebiet ist Morgoth, der Omen King. Felled by King Morgoth, last of all kings. Und das ist einer der epischsten und coolsten und sicksten Bossfights aus diesem Game. Lendell ist ein absolutes Meisterwerk. Man kann Stunden drin versenken und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Lendell das Endgebiet ist aus Elden Ring. Es wäre so unfassbar würdig gewesen. Alter, ich hätte Miyazaki einen Lebensvorrat an Big Röstis gezahlt, wenn er Lendell als Endgebiet macht. Aber es lässt leider dann noch mit dem Schneegebiet. Faro Masula ist wieder besser, aber seien wir uns ehrlich, Lendell wäre so ein episches Finale gewesen. Nichtsdestotrotz ist diese Location rein vom Spielerischen her die beste, was From Software jemals gemacht hat. Da lasse ich mir vor keinen irgendwas anderes einreden. Absolutes Meisterwerk. Spielspaß hoch 10. Du kannst überall rauf, runter, in jedes Eck, in die Kanalisation. Es sind unbegrenzte Möglichkeiten. 10 von 10 Meisterwerk. Lendell ist für mich auf Platz 3. Wenn du krank bist, komm nach Yharnam. Das Versprechen der heilenden Kirche, die im Besitz des alten Blutes waren. Ein Blut, das alle Krankheiten für immer kurieren und heilen kann. Hunderte Menschen strömten in Scharen nach Yharnam, um diese Blutkur zu erhalten. Doch sie wurden alle betrogen. Nach und nach haben sie die kranken Menschen in Bestien verwandelt. Das alte Blut, es wirkt nicht. Und binnen kurzer Zeit sind die Straßen voll mit Monstern. Die heilende Kirche muss reagieren und beruft Jäger ein. Jäger, die die Straßen von diesen Monstern säubern sollen. Und so kommen wir ins Spiel. Jeder weiß, dass Bloodborne für mich das beste Spiel aller Zeiten ist. Es wird nie wieder ein Game geben, das was ich so lieben kann, wie Bloodborne von From Software. Und einen sehr großen Anteil hat der Beginn dieses Spiels. Denn Ansage, das Zentrum von Yharnam ist das beste Tutorial-Gebiet aller Zeiten. Ich habe noch nie, und das meine ich jetzt komplett ernst, noch nie zuvor und danach so eine Atmosphäre gespürt wie im Zentrum von Yharnam. Man weiß nicht, was los ist, aber man merkt, da liegt Leid in der Luft. Da liegt Angst in der Luft und vor allem liegt Tod in der Luft. Die Menschen wimmern und weinen. Das Heulen der Werwölfe fegt uns einen kalten Schauer über den Rücken. Und ich möchte euch nun meine Dinge nennen, die was mir persönlich in Erinnerung geblieben sind bei meinem ersten Playthrough. Und jedes Mal, wenn ich Bloodborne spiele, und ihr wisst, es ist sehr oft, denke ich immer wieder zurück, wie es beim ersten Mal war.
Es war das beste Spielerlebnis, was ich jemals gehabt habe. Direkt zu Beginn das Treffen mit Gilbert, der uns ein bisschen erklärt, was da los ist. Oh, ihr müsst ein Jäger sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder. Wenn man sich ein bisschen durch diese trostlosen Straßen bewegt, dann klopft da jemand an diesem großen Tor. Und das hat bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, kommt das da durch? Ist das der erste Boss? Was ist dahinter? Und es wirkt einfach so unfassbar bedrückend und bedrohlich. Diese zwei Werwölfe, oh mein Gott. Diese zwei Werwölfe auf der Brücke, die haben mich damals beim ersten Mal 1000 Mal zerfetzt. 1000 Mal berührt und 1000 Mal ist viel passiert, denn sie haben mir die Pappen aufgerissen. Das war einfach so unfassbar schwer, mit diesen Werwölfen zurechtzukommen. Ihr müsst bedenken, es hat noch kein Internet, es hat ein Internet schon gegeben. Die Spiele sind nicht von 1920, aber es hat noch keine Guides gegeben, wollte ich sagen. Ne? Es hat noch keine Guides gegeben. Ich habe nicht gewusst, wie man pariert. Ich habe nicht gewusst, dass man die cheesen kann. Diese Werwölfe haben es mir einen anderen Menschen gemacht. Ich glaube, ich habe mein Leben in Frage gestellt. So oft haben mich die umgebracht. Was auch noch ein großes Highlight war das Finden der ersten Rüstung. Und dieses erste Armor-Set, das wurde bewacht von diesen, ja, Werwolf-Menschen. Und der war so unfassbar stark. Ne? Der hat mich so oft umgebracht mit seinem depperten Speer. Der soll scheißen gehen, hat man gedacht. Es gibt es nicht. Aber ich habe schon immer eine Regel mir selbst auferlegt, dass ich nur loote, wann ich mir das verdiene. Und darum habe ich dieses Item da hinten nie aufgehoben, weil ich zuerst diesen Bewacher töten wollte. Wie es mir dann endlich gelungen ist, habe ich das erste Mal dieses Jägerset aufgehoben. Und das hat so richtig cool ausgeschaut, so richtig schnittig. Und es ist eine verdammt starke Rüstung. Ich werde das nie wieder vergessen. Was ich auch nicht mehr vergessen werde, ist, wäre der Sau das erste Mal in den Arsch gefahren bin. Es sollten noch tausende Male folgen. Ich liebe es, dieser Sau in den Arsch zu fahren. Das ist irgendwie ein geiles Gefühl. Ich habe große, große Probleme, Freunde. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, das war dieser Shortcut. Na, wenn man irgendwie da herumläuft die ganze Zeit und plötzlich kommt man da zu diesen Toren, man macht den Shortcut auf und ist wieder bei der ersten Lampe. Beim ersten Mal spielen war das so ein cooler What the fuck Moment und ich habe mich sofort an Dark Souls erinnert gefühlt. Das war so ein cooles Level Design gehabt hat. Und das hat für mich Dark Souls 2 komplett vermissen lassen. Bloodborne hat das wieder zurückgebracht. Und natürlich die zwei Dicken am Anfang, na, die was man immer benutzt hat zum Farmen der Blutfiolen, perfekt von From Software dahin platziert, weil man muss schon sagen, dieses Tutorialgebiet ist einfach der Marktführer. Alles kannst du dort lernen. Du lernst das Parieren, du lernst das Farmen und du lernst, wie man mit den Gegnern umgeht. Und mit der Klerikerbestie und vor allem mit Gascoigne weißt du, was dich erwartet. Vater Gascoigne ist bis zum heutigen Tag einer meiner absoluten Lieblingsbosse aller Zeiten. Und mit meinem allerersten Spielcharakter, wo ich über 3000 Stunden drauf habe, habe ich mir den Hut von Gascoigne nachher gekauft und habe ihn nie wieder abgesetzt. Bis zum heutigen Tag hat dieser Charakter den Gascoigne-Hut auf, weil das so ein geiler Boss war, weil er so aggressiv war und wie er sich dann transformiert in diese zweite Phase als Werwolf. Wow, das war so beeindruckend und es war vor allem so unfassbar schwer, weil Bloodborne war das erste From Software-Spiel, was richtig aggressiv war. Das darf man nie wieder vergessen. Bloodborne war das erste aggressive From Software-Spiel. Wir sind von Dark Souls 2 gekommen, Freunde. Von Dark Souls 2. Es gibt keine größere Differenz, wie wenn du von Dark Souls 2 in Bloodborne gehst. Das Zentrum von Yharnam ist ganz, ganz knapp an meiner Nummer 1 vorbeigeschrammt. Es ist für mich
eines der besten Gebiete aller Zeiten. Es ist fast sogar das beste Gebiet aller Zeiten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Bestes Tutorial-Gebiet, krasse Bosse und du siehst, wie aggressiv Bloodborne ist. Es gibt nichts Besseres. 10 von 10, Zentrum von Janam und bei mir auf Platz 2. Und jetzt stehe ich vor einem kleinen Dilemma, Freunde. Denn bei mir sind zwei Gebiete auf Platz 1 und ich kann mich da einfach nie entscheiden. Aber ich werde heute nur eines behandeln. Das zweite Gebiet habe ich nämlich schon in meinen 6 magischen Souls-Momenten behandelt. Ich werde euch das Video verlinken in der Infocard. Schaut's da gerne rein, wenn ihr mehr über mein zweites Herzensgebiet erfahren wollt. Aber jetzt reden wir über das meiner Meinung nach beste und epischste Gebiet, das was From Software jemals kreiert hat. Wird jemals das in mir auslösen, was Anor Londo in mir ausgelöst hat. Wenn mich wer fragt, was ich am meisten mit From Software in Verbindung bringe, dann wird meine Antwort immer Anor Londo sein. Anor Londo ist Kult und selbst wenn man kein Gamer ist, ist die Chance sehr hoch, dass man Anor Londo zumindest schon mal gehört hat. Jeder, der was 2011 Dark Souls Blind gespielt hat, der wird mir hier auch absolut zustimmen. Wenn man Sens Festung abgeschlossen hat, dann hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dieses Spiel nähert sich dem Ende. Aber dann passiert etwas, was die Spielelandschaft für immer verändern wird. Man wird wie aus dem Nichts nach Anor Londo gebracht. Und wenn man da über diese Berge fliegt und das erste Mal die Pracht von Gwyns Palast sieht, dann gibt es nur ein einziges Wort, das was hier passt. Episch. Es gibt so viele Momente, die was Anor Londo zu dem machen, was es ist. Sei es diese legendäre Ankunft, dieser Augenöffner. Sei es der kultigste Doppelbossfight aller Zeiten, Ornstein und Smaug. Vergesst's nie, es war 2011. Soul-Spiele hat es noch nicht lange gegeben. Ornstein und Smaug war der schwerste Boss zu dieser Zeit. Menschen sind wochenlang dran gescheitert, dieses Kultduo zu besiegen. Wenn man es besiegt hat, hat man meinen persönlich schönsten Moment. Das Treffen mit Quinns Tochter, Quinivere. Die wunderschöne Quinivere. An Anor Londo ist alles wunderschön. Sogar die Marmorfliesen. Schaut sich das an, wie die glänzen. Die haben 2011 schon geglänzt. Es gibt absolut nichts, was schlecht ist. Okay, das ist Arsch. Das ist Arsch. Das war Arsch. Das ist aktuell Arsch. Und wird immer Arsch bleiben. Die Stelle mit den Silberritter ist Arsch. Aber trotzdem kultig und es kehrt einfach dazu. Viele kennen Anor Londo genau wegen dieser Falle. Es ist einfach alles Kult in dieser Stadt. Und das waren meine Top 8. Stimmt sie mir bei einigen Gebieten zu? Ganz wichtig, Freunde, schreibt eure Top 3 in die Kommentare. Denn ich mache ein Community-Ranking
und ich bin mega gespannt drauf, welches Gebiet Thor schlussendlich gewinnen wird. Wird es Elden Ring lastig? Wird die alte Souls-Generation doch ein bisschen was mitreden können? Ich bin richtig gespannt auf diese Abstimmung. Ich wünsche euch nur einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Video wieder oder am Discord. In diesem Sinne, haut's rein, Freunde. Geht's zum Kühlschrank, macht's euch ein Bier auf und sauft's auf Anolondo und auf Guinevere, die schönste Frau der Welt.